Hallo, liebe Erstklässler, wir machen weiter im Zirkusheft. Schlag dein Zirkusheft auf der Seite 36, der Seite 36. Gestern haben wir ja diese Seiten gemacht. Ja, wenn du nicht alle gemacht hast, das ist nicht so schlimm, dann machst du die halt einfach heute noch nach. Oder wenn du Zeit hast, schaust du dir die Videos an. Und wir haben schon wieder so eine Seite, wie die, die wir schon mal gemacht haben. Und bestimmt weißt du noch, wie es geht. Wir haben den Trick vom Pepe. Der Pepe, der sagt, aha, im Anhänger ist immer unser gelbes, leises, schwaches E. Und daran kann ich eigentlich erkennen, ob ein Wort einsilbig oder zweisilbig ist. Weil wenn ich das E habe, habe ich einen Anhänger, dann kommt das E auch vor. Wenn ich den Anhänger nicht habe, habe ich auch kein E. Dann habe ich vielleicht hier schon ein E, aber es ist dann ein lautes, starkes E. Ja, wie bei P. P oder bei P sel. Aber das schwache E kommt immer nur im Anhänger vor. Und der Anhänger ist ja die zweite Silbe. P, erste Silbe, P, zweite Silbe, 1, 2. Sonst heißt der Pepe einfach nur noch P, wenn er nur noch eine Silbe hätte. Also, der Pepe sagt, ich kann hinten am Wort sehen, ob ich zwei Silben oder eine Silbe anmalen muss. Ja, zum Beispiel wie hier, pa oder pape. Pa, pa, eine Silbe, pape, zwei Silben. Und du kennst den Trick, ich muss immer Ausschau halten nach dem E hinten. Ich sehe kein E, ich sehe kein E, ich sehe kein E, ich sehe kein E. Das scheinen alles einsilbige Wörter zu sein. Fuß, Ohr, Bein, Bauch. Richtig, alle haben nur eine Silbe. Aber hier zum Beispiel. Zwei Hände, Hände. Ah, das sehe ich hier. Hier ist ja das E. Also habe ich auf jeden Fall zwei Silben. Hände. Und hier Zahn, kein E am Ende, also nur eine Silbe. Zahn. Füße, Füße. Ich sehe das schwache E am Schluss und kann beide Silben anmalen. Gut, ich glaube, das ist für dich kein Problem mehr. Mach die Seite mal fertig. Ich drücke jetzt auf Pause. Und dann besprechen wir es zusammen. Drück du jetzt auch auf Pause. Jetzt Pause. Gut, ich habe es jetzt angemalt. Du hast es bestimmt genauso gemacht. Und jetzt sprechen wir alle Wörter nochmal durch und überprüfen, ob wir genug Silben angemalt haben oder vielleicht zu viel oder zu wenig. Fuß. Ohr, Bein, Bauch, Hände, Zahn, Füße, Zähne, Hand, Ohren, Hals, Arm, Bäuche, Arme, Beine, Hälse. Aha, scheint alles richtig zu sein. Achtung bei Ohren, ja, da haben wir das schwache E. Nicht ganz am Ende, danach kommt noch hier ein Buchstabe. Aber trotzdem ist es zweisilbig, weil das E hier da ist. Ja, ich habe es dir gestern schon gesagt, wie beim Pesel. Der hört auch nicht mit dem schwachen E auf, sondern danach kommt noch so ein schwarzer Buchstabe. Gut. Das war die Seite 36.